Willkommen am Department für Lebensmittelwissenschaften und Technologie. Dieses Tutorial zeigt Ihnen das Prinzip und die Bedienung des Tensiometers EasyDyn der Firma Grüss für die Dichtemessung. Doch vorher noch kurz ein paar Erläuterungen zur Theorie. Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen, wobei zu beachten ist, dass das Volumen stark von der Temperatur abhängt. Mit dem Tensiometer kann die Dichte nach dem archimedischen Prinzip gemessen werden. Dieses Prinzip besagt, dass jeder Körper, der in eine Flüssigkeit getaucht wird, um so viel leichter wird, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. Zur Messung der Dichte einer Flüssigkeit wird im Prinzip ein Verdrängungskörper bekannten Volumens in die Flüssigkeit getaucht und die Dichte berechnet als Differenz des Gewichtes des Verdrängungskörpers gemessen in der Luft minus des Gewichtes des Verdrängungskörpers gemessen in der Flüssigkeit bezogen auf das Volumen des Verdrängungskörpers. Und nun zur praktischen Messung. Das Gerät wird links vorne am Kontrollpanel eingeschaltet. Nach dem Einschalten findet zuerst eine Initialisierung des Gerätes statt. Die Menübefehle des Displays befinden sich jeweils an den Rändern und sind den Tasten räumlich zugeordnet. Durch kurzes Drücken der Escape-Taste gelangen Sie in das jeweils übergeordnete Menü zurück. Durch Halten der Escape-Taste wird das Gerät ausgeschaltet. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Dichte muss ebenfalls das externe Wasserbad, welches den Thermostatisierungsmantel temperiert, eingeschaltet werden. Es muss dann ca. 20 Minuten gewartet werden, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Die Ist-Temperatur kann rechts oben am Display im Hauptmenü abgelesen werden. Währenddessen muss man mittels der Libelle an der Oberseite des Tensiometers kontrollieren, ob das Gerät auch in einer waagrechten Position steht. Falls dem nicht so ist, befinden sich an der Unterseite des Gerätes Drehfüße, mit denen das Tensiometer nivelliert werden kann. Danach wird der Windschutz geöffnet und die Probenbühne mittels des seitlich angebrachten Drehknopfes nach unten gebracht, um den Messkörper und das Probeschälchen ungehindert anbringen zu können. Zuerst muss noch das genaue Gewicht des Dichtekörpers ermittelt werden. Dafür bringt man zuerst den trockenen Halter des Dichtekörpers am Haken an und drückt im Hauptmenü des Tensiometers Density. Nach Schwingungsfreiheit des Halters, welche durch einen konstanten Gewichtswert im rechten oberen Bereich des Displays angezeigt wird, wird auf Tara gedrückt. Nun sollte der Gewichtswert auf alle angezeigten Stellen konstant bei 0 liegen. Danach wird der getrocknete und gereinigte Dichtekörper mittels einer Pinzette vorsichtig in den Halter gegeben und nach Einstellung eines konstanten Gewichtes wird danach auf Detect Weight gedrückt. Nun kann der Dichtekörper mittels Pinzette wieder entfernt werden. Danach wird so viel Probe in das Probenglas gefüllt, dass ein Eintauchen des Halters bis über die Gabel möglich ist, ohne dabei den Boden zu berühren. Das Probenglas wird nun in den Thermostatisierungsmantel eingesetzt und der Halter des Dichtekörpers wird mittels des seitlichen Drehknopfes so weit in die Probe eingetaucht, dass die Flüssigkeit über die Gabel des Halters reicht. Nun wird der hinter dem Drehknopf befindliche Ring auf die Nullposition gestellt. Dies ist ein Schleppzeiger und er dreht sich mit dem Drehknopf mit, kann aber auch unabhängig gedreht werden, um die Eintauchtiefe zu markieren. Jetzt auf Tara drücken und die Probenbühne wieder nach unten bewegen. Dabei ist zu beachten, dass der Schleppzeiger nicht verstellt wird. Nun wird der Dichtekörper wieder mittels Pinzette in den Halter eingesetzt und die Probenbühne nach oben auf die markierte Eintauchtiefe gefahren. Vor der Messung kann jetzt noch die Anzahl der Messungen und das Messintervall eingestellt werden. Die Dichte des Dichtekörpers sollte hierbei aber nicht verstellt werden und bei 2,33 Gramm pro Milliliter liegen. Nach Einstellung eines konstanten Gewichtes auf Start drücken und nach dem Messende das angezeigte Ergebnis notieren. Zum Reinigen die Probenbühne ganz nach unten fahren und den Dichtekörper, den Halter und die Probengläser zuerst mit Leitungswasser grob ab- bzw. ausspülen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Halter sehr leicht verbiegen lässt. Danach sollte man, zum Beispiel mit Aceton, anhaftende Fettfilme abwaschen, wobei hierfür aber keine tensidhaltigen Reinigungsmittel wie Seifen, Spülmittel und auch keine alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden dürfen, da diese auch noch in geringsten Restmengen die Oberflächenspannung stark beeinflussen können und für die Oberflächenspannungsmessung dieselben Probengläser verwendet werden.
Anschließend wird der Dichtekörper, der Halter und das Probengefäß noch mit destilliertem Wasser aus- bzw. abgespült und mittels Haartrockner bzw. mit sauberem Papiertuch getrocknet. Dabei ist wieder darauf zu achten, dass man den Halter nicht verbiegt. Zum Schluss bitte den Dichtekörper und den Halter in den Holzzylinder zurückgeben. Wenn Sie mit Ihren Messungen fertig sind, schalten Sie das Tensiometer und das Wasserbad aus, reinigen Sie es, falls notwendig, und geben die Schutzhülle über das Gerät. Weitere Informationen zur Bedienung und zum Gerät selbst finden Sie noch im Gerätejournal.